Wir befinden uns im Landeanflug auf Prima Paletti. Bekannt für das warme Orangegelb seiner Laubwälder, sein himmlisches Kürbiskuchengewürz und die erbauliche Dichtkunst. Schon seit Jahren will ich diesen Planeten bereisen. Die Präsenz von Finsterzeitenergie auf diesem Planeten hat die natürliche aktive Synthese von Anthocyanpigmenten behindert und die Baumkronen der Wälder trostlos werden lassen, während seine labyrinthartigen Wälder die Besucher in eine undurchdringliche Dunkelheit hüllen, in der verzauberte Kreaturen lauern und darüber nachsinnen, ob sie helfen oder angreifen sollen. Und Kürbiskuchengewürz wird ohnehin überbewertet. Genie, war das etwa ein Witz? Was gibt es, oh Blatt- und Busenfreund? Von floraler Weisheit habe ich geträumt. Getreues Tier, welch Trost willst du bringen? Uns Arien der Hoffnung singen? Singen! Doch was ist das? Hoffnung naht auf Adlers Schwingen? Genie, was war das denn für ein Landeanflug? Hast du deine Landungsprotokolle optimiert oder hat Rabbit Luigi mal wieder einen Topf auf der Raumgleitersteuerung verschüttet? Die holprige Landung wurde durch eine anormale Interferenz verursacht. Allerdings nicht durch Finsterzeit, sondern eher Tragik? Hinfort, Freunde! Hinfort! Auf das ihr niemals seht, durch universelles Leid, all Hoffnung hier vergeht. Das ist T.S. Tristan, Wächter von Prima Paletti und lokal renommierter Amateurdichter, meist im Selbstverlag. Ach, wehe! Eine güldene Frisur, jetzt matt und grau und alt. Doch schlimmer als die Tortur, lässt ihr Verlust mich kalt. Übersetzt heißt das, den Bäumen werden die Anthocyanpigmente und Carotinoidverbindungen entzogen, die für den Farbwechsel benötigt werden. Das ist zweifellos das Werk eines Finsterzeit-Tentakels irgendwo im verwunschenen Wald. Sturmgeläut! Sturmgeläut! Etwas vor dem Tore dreut. Bauern und halten Totenwacht. Das Leben ist Käse für Nacht. An einem anderen Ort, auf dem Dorfplatz, werden die Bewohner von einem zweiten Tentakel terrorisiert und noch etwas wütet dort. Allerdings ist die Brücke, die zum Platz führt, zerstört. Der einzige andere Zugang führt durch einen geheimen Gang unter Tristans Haus. Wie hast du das alles aus ein paar ziemlich deprimierenden Gedichtzeilen herauslesen können? Eine Analyse von Tristans 7643 Gedichten hat seine Kommunikationsweise und Denkmuster offengelegt. Ich glaube, ich verstehe ihn. Ein von der Finsterzeit besudelter Wald? Ein von der Außenwelt abgeschnittenes und belagertes Dorf? Wir haben wohl keine Zeit, zwischendurch mal eine Apfelmusterei zu besuchen, oder? Das glaube ich nicht, Beeper. Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Und erstmal Greenscreen-Probleme. Was ist denn da los? Das geht ja mal ja nicht. So, willkommen in der dritten Welt. Scheinbar ein Laubwald, der aber irgendwie nicht ganz so schön aussieht. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Deswegen, also ich sehe es auf der Karte, aber deswegen laufen wir mal hier zu dem Baum, I guess. Wir können ja immer noch schreien, das ist wichtig.
für einzelne Coins. Stufe 16 sind wir. Wir könnten das sogar machen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal Main Story technisch hier ein bisschen was. Um einfach mal hier ein bisschen weiter vorzudringen. Sind echt gut hier schon gelevelt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, die dritte Welt sieht nach Wald aus und die sieht wunderschön aus. Naja, vielleicht abgesehen davon, dass es da hinten ein bisschen grau wirkt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wer die letzte Folge verpasst hat, sollte diese unbedingt nachschauen. Da haben wir die erste Welt so versucht zu 100% zu machen. Sind zwar daran gescheitert, aber wir haben viele spannende Level gesehen. Zum Beispiel Captain Toad. Der besiege den Heiler über der Brücke. Du bist ein Heiler oder Heiler? Vermutlich jemand, der heilt. Das ist unsere Aufgabe. Dann let's dash right into that. Let's go. Da der Level 16 ist und wir auch, kann es sein, dass das Ganze nicht so einfach wird. Wir haben Sprungplattformen. Die kenne ich aus Bowser's Fury und Mario 3D World. Okay, besiege Heilers. Direkt schon den ersten, ich sag mal, Miniboss, I guess. Am Anfang der Welt. Aber es sieht auch nicht so schwer aus. Nehmt euch vor den Heilers in Acht. Die können ihre Verbündeten heilen und Teambarrieren errichten, um sich zu schützen. Außerdem haben sie einen Schock-Super-Effekt, der sich von seinem ursprünglichen Ziel zu anderen Helden in der Nähe ausbreiten kann. Yeehaw! Es ist MC Disco, der einzig wahre. Was eure Motivation ist, fragt ihr euch? Ich! Wenn ihr gewinnt, kann ich mit euch von hier verschwinden. Oh yeah. Ich wollte lesen. Oh, 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 oh. Ja, lesen ist heute nicht. Ja, hat nicht ganz so gut abgeplant. Aber wir können den Heiler gleich mal hier angreifen. Mario komme ich auch nicht. Alter, aber ich kann dashen, ich kann dashen. Schon mal nicht schlecht. Ja, und mit da nicht hin. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal stärker im Angriff, damit wir gleich von Anfang an direkt gut austeilen können. Mit Luck ist er sogar vielleicht schon direkt down. Viel zu wrong. Recht. Mario können wir ja mal. Ja, das ist halt komplett stupid, auf solche Umbas zu schießen. Aber nun gut, was will man machen? Sind drei Stück, habe ich das richtig gesehen? Ich glaube schon. Und Rabbit Rosalina kann auch noch was machen. Wrong, sie kann das da. Ob sich das jetzt so gelohnt hat, ich bezweifle es, aber okay. Dann lassen wir mal gucken, was der Gegner hat. Oh, da sind auch noch welche. Die habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen da oben. Dann sind es vier, oder? Scheinen nicht so ganz. Der ist down. Scheint nicht immun gegen Dings zu sein, gegen Elektrizität. Das ist jetzt aber nicht so nah. Ah, das ist gar keiner. Ja, das ist gut, wo er steht eigentlich. Oder sie, sorry. Mach ja so ein Triple Dash. Wow. Und Team Jumpy hier weg. Und hofft, dass wir. Ratatatata. Rabbit Rosalina hat das Game verstanden. Nice one. Ja, dann nehme ich hier den Dash mit. Keine Chance. Das dash ich auch noch. Treffe ich nicht.
Aber wir können ja mit einem Jump ein bisschen was an Distanz rausholen. Vielleicht klappt das ja, dass wir zumindest bis an die Treppe kommen. Bis an die Treppe, bis an die Treppe, bis an die Treppe. Wundervoll. Und Shazam ist ja auch weg. Tschüss. Dach gewonnen. Du musst das doch. Bisschen Level hier, 5 Stufen auf die... Uns fehlt wahrscheinlich ein Erfahrungspunkt oder so. Wir sind kurz vor dem Stufenaufstieg, Level 17. Und damit dann halt schon auch über dem Level unserer eigentlichen Mission. Wie krass. Finde den Geheimeingang in Tristans Haus. Der ist wahrscheinlich hinten dran, oder nicht? Kann ich das jetzt mal kaputt machen? Dankeschön. Oh, hier sind solche Dings zum Laufen. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was die bedeuten. Aber mal gucken. Ich bin mir auch sicher, dass wir in der Welt Bowser freischalten. Wir haben ja in der ersten Welt haben wir Rebella, in der zweiten Rabbit Rosalina. In der dritten Welt wäre doch jetzt rein theoretisch Bowser dran, oder nicht? Boah, das wäre mega krass. Der Geheimeingang ist die Toilette. So schwer. Okay. Bisschen offensichtlich. Aber nun gut. Jetzt geht es wahrscheinlich unterirdisch weiter durch dieses Labyrinth, was uns vorher erzählt wurde. Oder war das anders gemeint? Ich weiß nicht. Doch, das sieht schon so danach aus. Aber sieht nicht nach einem Labyrinth aus. Unser Weg zum Dorfplatz wird von einem Abgrund unterbrochen. Was bringt uns diese Abkürzung überhaupt? Könnte da mal jemand Licht in die Sache bringen? Da erscheine ich wohl genau im richtigen Augenblick. Funke? Ich dachte, wir hätten dich auf Strahlestrand verabschiedet. Habt ihr auch. Aber wegen dem ganzen Gerede über Sparkjägerin, wie erschien es mir sicherer, bei euch zu bleiben. Also bin ich euch gefolgt. Ich will euch nicht zur Last fallen, aber wenn ihr Hilfe braucht, kann ich vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. Haben wir wohl Funkel zu verdanken. Plötzlich erscheint mir der Weg über diesen Abgrund gar nicht mehr so finster und unheimlich. Genkraft von Beepo enthüllt oder verweist auf Hinweise. Mit ZL? Okay, wir müssen noch mal in Welt 1 zurück. Jetzt weiß ich auch, wie man an manche Sachen da hinkommt. Das? Nee, nee. Das hier ist Hass. Also wir haben jetzt einen Scanner, mit dem wir unsichtbare Sachen sehen. Merk schon. Schreiben wir das hier mal kaputt. Ah, guck mal. Dann nehmen wir doch die Chest mit. Stellen die da drauf. Was ist in der Kiste drin? Das sieht aus wie Blätter oder sowas. Cool, cool. Passt ja auch zur Welt, gell? Ich will die ganze Zeit nur noch so rumlaufen. Juhu. Cool. Doch, doch, finde ich nice. Schicht im Schacht? Ja, ja, das sagt ihr. Ich mache euch fertig, ohne zu blinzeln. Okay, ich habe verloren. Okay, was finden wir denn hier für fantastische Gegner? Oh, du bist neu. Du bist der Oberlehrer. Ja, Lehrer immer unsympathisch. Egal. Ich will den trotzdem mal scannen, den Kerl. Mehrere von. Ich will aber den hintersten. Ein aggressiver Gegner, der sich nah heranwagt und einen Teil seiner Kraftpunkte wieder auflädt, indem er seine Gegner mit jedem erfolgreichen Angriff Kraftpunkte klaut. Mit seiner Technik kann er auf Angriffe sofort mit einem Gegenangriff reagieren. Es ist Rabbit Mario nur als Gegnerform. Siege Oberlehrer. 5 Stück davon. Ja, easy. Sind hier noch welche? Ist das hier einer? Mal einer an. Nee, nee, ich mach das ganz, ganz hart wie Automat. Bin mir nämlich zu, ich sag mal 300% sicher, dass er durch einen Dash nicht gegen angreifen wird. Ja. Hm.
Will ich mit Mario darüber oder auch hier hin? Ich will jetzt erstmal wissen, wie viel Damage er macht. Rosalina hat ziemlich viel Leben. Deswegen mache ich das mal mit ihr. Ah, die haben alle gleich viel Leben. Ach, der setzt so einen Gegenangriff an. Hä? Ja, er ist down. Ich habe mir das anders vorgestellt. Dann feuern wir mal volle Kanne hier rein. Das hätte ich auch noch machen können. True. Okidoki. Okidoki. Ja, da hinten wird sich safe bewegen. Deswegen zünde ich mal unsere fantastische Ulti. Um zu gucken, wie wir da ein bisschen mal Damage rausholen können. So, da geben wir den Zug auch direkt ab. Na los. Oha, oha. Der macht gut Damage. Der Kollege läuft aber nicht. Er ist bad. Bad, dass sie nicht laufen. Er hat jetzt seine Ulti an, oder? Sehe ich richtig? Tatsächlich springe ich mit ihr rüber, weil sie kann double dashen. Oh, warte, ich gehe noch so, dass ich in Marios Range stehe. Ich kann nicht dashen. Findest du? Ich kann auch nicht in Marios Range. Warte, aber so kann ich. Auch mit dir. Weil dann kann ich ja einen Doppelsprung machen. Aber das war jetzt vielleicht keine allzu kluge Entscheidung. Er könnte besiegt werden mit Glück. Aber ich hoffe halt nicht auf Glück. So, er ist down. Weil ich glaube, es ist... Ich komme... Warte, wie komme ich weiter? Probier's mal so. Ich glaube, so komme ich an sich theoretisch weiter. Ja, ja, ja. Direkt, okay. Heißt aber auch nicht, dass ich jetzt Gegner treffen kann dadurch. Nee. Leider nicht. Hier haben wir noch ein bisschen freieres Movement. Aber ein Gegner treffen tut ja auch nicht mehr. Ja, gut. Dann mal gucken, was der Typ da unten macht. Der macht mir am meisten Angst. Gut. Ja, ist gut. Entspannt euch wieder, Eras. Nee, finde ich nicht gut, dass ihr so viel Damage macht. Hallo. Also so ein Feuertyp. Aber ja, und auch noch in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe ja immer so die Hoffnung, dass man mit denen ein bisschen in die richtige Richtung läuft. Tut man aber nie. Mario kann mal hier ziemlich, ziemlich weit fliegen. Vielleicht sogar einen Dash raus, natürlich. Rabbit Rosalina kann einen Dash rausholen, bin ich sicher. Zack, zerab. Er kann jetzt auch nichts mehr machen. Ich. Mit ihr können wir aber noch zweimal dashen. Deswegen strategisch so hinstellen. So. Nochmal dashen. Hier hinstellen. Und auf guten Damage hoffen. Das war kein guter Damage. Hier den Nelten können wir gar nicht treffen. Deswegen gehen beide Schüsse hier rein. Als ob wir mit ihr nie jemanden treffen können. Doch, ihn. Wir sehen es auch wunderbar. Immerhin ein bisschen Damage. Dafür ist er out of range. Na doch, es erreicht ihn fast. Also wenn sich die da so ein bisschen bewegen, könnte Mario doch vielleicht einen treffen diesmal. Die Hoffnung ist ja schließlich da. Und da das halt die sind, die am offensten stehen, drücke ich nochmal hier einen Spark-Schutz rein. Und dann mal schauen, was sie tun. Okay. Eben, wir kriegen kein oder halt wenig Damage.
Wunderbar. Bitte nicht auf Rabbit Peach. Rabbit Rosalina. Euer Ernst. Okay, Rabbit Rosalina ist tot. Cool. Das ist halt, also das fand ich im ersten Teil viel, viel besser, dass die Gegner sich das eingeteilt haben, wie sie attackieren. Also, dass sie nicht immer auf einen Gegner sind, sondern halt auf mehrere. So. Alle drei down, nein. Doch nur noch der hier drüben, oder? Der eine. Den ich aber nicht reachen kann. Krass. Auf jeden Fall reflektieren. Wer weiß, was der Typ macht. Ich bin mir zu 200% sicher, er würde uns einfach komplett ins Gesicht ballern. Deswegen, ja. Und der Kollege wird sich auch bewegen. War mir klar. Er wird auf Mario schießen. Kriegt aber selber richtig Damage zurück. Wichtig. Er kann nix. Gut. Jetzt einen Double Jump und Dash rausholen. Und dann ist der Kollege weg. Wir haben es auch geschafft. Wunderbar. War knapp. Rosalina hätte nicht unbedingt sterben müssen. Sagen wir es, wie es ist. Dafür sind wir jetzt Stufe 17. Das ist gut. Ein paar Fertigkeiten erhalten. Die verteilen wir auch noch gerade. Und Rosalina sollten wir vielleicht auch heilen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, sie hat zu wenig Leben. Geld hier mitnehmen. Hier müssen wir wieder irgendwo was draufstellen. Lass mich aber ganz kurz ins Team gucken und da mal ein bisschen schauen, was es so Spannendes gibt. So. Sehr viele Bubbles haben wir mittlerweile wieder bekommen. Deswegen können wir auch ganz gut verteilen. Noch mehr Treffer zum Schießen. Also Rosalina macht einfach ultimativ viel Damage. Und ihre Reichweite muss erhöht werden, weil die ist sehr, sehr gering. Was hier? Fähigkeitsreich. Leben hat sie genug. Also. Sehr strong. Dann lassen wir sie doch noch einmal länger fliegen. Oder? Ist doch nice. Rebella. Da muss ich echt überlegen. Mehr Schaden bei mehr Raserei. Aber da muss ich überlegen. Nach dem ersten Treffer fügt jeder weitere 5% mehr Damage hinzu. 50% weniger Schaden. Ist halt beides sehr strong. Aber ich glaube, ich mache lieber mehr Damage. Mario! Kannst jetzt endlich auch in der Luft schießen. Freu dich. So, Rabbit Peach. Boah, das ist auch sehr strong. Heilungssprung wäre halt stark. Wie viel Leben hat sie? Ja, aber auch ziemlich viel. Bei Landung Heilung von 5%. Das kann man dann je nachdem erhöhen. Oder noch mehr Schaden für die Rakete. Sag, wie es ist. Die Raketen machen jetzt ein bisschen mehr Schaden. Dann habe ich ja sogar noch zwei. Dann machen wir noch den Cooldown von Heilung ein bisschen runter. Luigi, mein Freund. Du kannst jetzt zweimal schießen. Mit deinem Eisenblick. Was ist das? Parkzweig freischalten. Aha. Was bedeutet das? Verwende ein goldenes Prisma für diesen Helden, um seinen Sparkzweig freischalten. Er enthält Fertigkeiten, die die Fähigkeit der Ausrüstung des Sparks verbessern.
Boah, das machen wir aber bei Rebella. Komm, wir machen. Let's go. Mit goldenen Prismen kann man Sparkzweig... Ja, das haben wir gerade gelesen. Okay. Beim ersten Zug hat ein Spark eine Chance von 25% ein Item zu verschenken. Nach einem Einsatz hat ein Spark eine Chance von 35% den Cooldown zu überspringen. Ein Spark hat die Chance 30% einen Helden vor einem K.O.-Schlag zu bewahren. Jeder Spark hat eine Chance von 25% nach dem Einsatz einen neuen Aktionspunkt zu... Was ist das denn? Ey, krass. Jetzt müssen wir aber erst wieder so ein goldenes Prisma finden. Ja, mehr abprallen bei Rabbit Luigi. Ganz, ganz wichtig. Und dann vielleicht auch... Eben hat der Kollege genug. Ja, dann sparen wir den einen noch. Peach hat mittlerweile 5 davon. Peach, bei dir können wir jetzt aber abgehen. Der hat jeden Schaden und Super-Effekt ab. Verleiht demjenigen, der ihr beim Team spielt, eine Barriere-Ladung. Ja, safe. In. Leben hat sie auch genug, kein Stress. Rabbit Mario, mein Freund, der hat auch viel zu viele Leben. Ein Angriff beendet nicht die Bewegungsphase. Ja, it in, auf jeden Fall. So. Dann sieht das doch gar nicht mal so bad aus. Das sind die zwei Neuen. Gegner in Reichweite werden von der Position des Helden entfernt, erhöht die kritische Trefferchance und erhöht den Angriffsschaden der Waffe um 10%. Sind beide sehr strong, kümmere ich mich gleich drum. Ich gehe jetzt ganz kurz auf Toilette, wir sehen uns gleich wieder. Also, was machen die zwei? Erhöht den Angriffsschaden um 10%, erhöht kritische Trefferchance. Also, er ist ja komplett strong. Also, allgemein mehr Schaden. Und der hier macht was? Der physische Schaden wird um 25% reduziert. Wer macht denn so ultimativ viel Schaden? Genau, machen 40% mehr Schaden und er halt nur 10%. Er ist nicht so stark wie der oben. Aber man könnte ihn vielleicht einsetzen. Weil ich glaube wirklich bei ihr. Anstelle des Dashes. Ja. Dann leveln wir den auch gleich nochmal. Direkt mehr Schaden. Der Disconaut. Strong. Wir können auch ziemlich da reinpumpen. Da ich ihn mir sehr stark vorstelle, gehe ich sogar mit ihm auf Stufe 4 hoch. Ja, Leute. Ihr merkt schon, der ist strong. Er macht, wenn ich ihn jetzt angucke, 25% mehr Schaden mit der Waffe. Das ist so strong. Hier auch was? Ich glaube, Rest ist okay. Und die hier verteile ich dann halt noch. Die kommen dann halt zu denen da. Das passt. So, steppen wir direkt mal weiter. Oh, hier können wir was machen. Und Geld holen. Wie geht's jetzt an der Stelle hier weiter? Hallo? Ich kann Kisten erzeugen. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das erklären soll, aber ich kann das halt. Okay. Ja? Was, wo ich drehen soll? Das ist sus hier. Was soll ich denn hier tun? Hä? Bin ich lost? Ach, ich darf nicht drinnen stehen. Verstehe. Ja, wunderbar. Wir kommen hier weiter. Nice, nice, nice. Und wir sind ja auch schon wieder draußen. Hey, hier gibt's noch was. So. Was uns aber da draußen erwartet, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann solltet ihr den Channel abonnieren, um benachrichtigt zu werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, Leute!